Ihr seid hier beim Projekt Offener Dialog in Leipzig. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Irene Lennoff-Reichenbach. Und ich heiße Jana Burmeister. Hallo. Wir haben die große Ehre, bei der Online-Jahrestagung einen Beitrag zu bringen zu unserem Projekt Offener Dialog in Leipzig, zur Praktik des offenen Dialogs. Und ein bisschen dazu beizutragen, dass sich diese Idee vom offenen Dialog ein wenig entmystifiziert. Es kursiert ja in Deutschland wie ein Gespenst. Offener Dialog, das könnte es geben, das könnte helfen, das wäre vielleicht irgendwie gut und das wäre eine Alternative zur Psychiatrie. Man kann dann eine Psychiatrie abschaffen, vielleicht auflösen, die Strukturen von Psychiatrie. Und genau in dem Sinne haben wir das ja auch gestartet. Und können euch nun erzählen, was wir seit 2016 für Erfahrungen damit machen. Ich habe das Projekt selber mit initiiert vor einigen Jahren und war damals in der Situation, dass mich das schier verrückt gemacht hat, mitzubekommen, dass Freunde in Krisen in Strukturen sind, in denen sie mir sagen, über das Wichtigste kann ich hier nicht sprechen. Eigentlich müssten wir da und darüber sprechen. Eigentlich müsste man mit dem und dem darüber sprechen. Aber das wird alles im Dunkeln gelassen. Ich habe mich immer gefragt, warum wird nicht gesprochen? Es wäre das Einfachste, jetzt miteinander zu reden. Und auch gerade jetzt, wo es so schwierig ist. Und auch genau das erlebe ich in meinem Alltag, dass das einfach möglich ist, diese Gespräche zu machen. Deswegen freue ich mich sehr, dass das Motto der Jahrestagung vom Dunkel ins Licht ist. Das beschreibt eigentlich sehr gut meinen Alltag, den ich seit 2016, seit 4 Jahren mit offenem Dialog habe. Ja, ja. Wir haben uns so gedacht. Genau, ich fange mal an mit dem, wie wir das so aufbauen. Wir haben gedacht, wir machen erst einen Teil in unserem Vortrag, was offener Dialog, was ist das eigentlich? Genau. Mhm. Und ich bin 2017 durch eine Krise, habe ich vom offenen Dialog erfahren. Und ich werde euch so sagen, was hätte ich wissen wollen vom offenen Dialog und würde euch gern darüber berichten, damit ihr vielleicht Hürden verliert, die ihr vielleicht habt, von wegen, ist das wirklich was für mich oder ja, sowas in der Art. Genau, darüber würde ich euch gern berichten. Insgesamt wollen wir euch, glaube ich, Mut machen, dass ihr auch einfach beginnt, offenen Dialog zu machen. Jeder kann das machen und eigentlich ist offener Dialog eine Kulturpraxis. Darüber soll es ein bisschen auch gehen und damit ihr einfach seht, wie einfach das ist, werden wir euch von dem Aufbau unseres Projektes erzählen. Und auch davon, wie man das hier in Leipzig so vorfindet, wenn man von außen reinkommt, das kannst du dann wahrscheinlich wieder ganz gut erzählen. Ja. Genau. Schließlich gibt es dann bei uns im Verein, wir haben einen Verein gegründet, um den offenen Dialog hier zu machen in Leipzig, gibt es noch jede Menge andere Dinge, die neben der eigentlichen Krisenbegleitung noch stattfinden. Wir fragen uns oft im Projekt, was ist alles nötig, damit die Krisenbegleitung gut stattfinden kann und werden euch erzählen, was es hier sonst noch so gibt. Genau. Und zum Beispiel läuft jetzt gerade eine Studie über den offenen Dialog, die ist partizipativ und soll evaluieren, wie der offene Dialog funktioniert, ob er funktioniert. Und das sind alles Sachen, die wichtig sind herauszufinden, weil es eben viele Mythen gibt um den offenen Dialog und wir wollen das alles halt auch erforschen. Genau. Wir freuen uns auf den Beitrag. Wir freuen uns, euch dann auch hinterher zur Verfügung zu stehen für Fragen. Wir hoffen, dass ihr viele seid, dass wir alle viel halten, bilden und bis dann. Bis dann.